Die offizielle Eröffnung, die Erstürmung des Infield oder wie die Metalheads sagen, des Holy Ground. Endlich geht's los! Endlich in Wacken! Bei perfektem Wetter! Bei echtem norddeutschen Wetter! Ja, wie kommt ihr klar hier mit Wacken oben her? Ja, super. Ich meine Gummistiefel und dann geht's ab in den Schlamm, ne? Richtiges Schuhwerk, dann geht das schon, genau. Ja. Wir haben's geschafft! Wir haben nicht aufgegeben und wir sind total glücklich und freuen uns riesig. Völlig egal, das Wetter. Wir feiern und wir lieben es. 6 Stunden lang wird der traditionelle Eröffnungsakt immer wieder verschoben. Baufirmen aus ganz Norddeutschland und Dänemark befestigen auch heute noch Campingflächen und Teile der Veranstaltungsfläche. Zu viel Schlamm. Auch deshalb hatten sich Veranstalter und Behörden auf einen Einlassstopp geeinigt. Mehr als 30.000 Ticketbesitzer, die tagelang unterwegs waren, müssen wieder nach Hause fahren. Tut uns auch unendlich leid. Also wer uns kennt, der weiß, dass wir alles tun, damit Veranstaltungen, damit selbst ein Clubkonzert bei widrigsten Bedingungen stattfindet, weil das war schon immer unser Credo, the show must go on. Aber es geht eben auch um Sicherheit, es geht auch ganz klar um die Versorgung derer, die jetzt hier sind. Also wenn ich hier mit Allradfahrzeugen in den Rettungsdienst reinfahren muss, um jemanden, der sich das Bein gebrochen hat, rauszuholen, sind die Anfahrtzeiten viel, viel länger. Wenn ich viel, viel Menschen auf der Fläche habe, habe ich genau das Problem, dass ich die nicht in der von uns oder von der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit hier runterkriege. Die knapp 50.000, die jetzt hier sind, amüsieren sich trotz Anreiseumstände und anhaltend schlechtem Wetter. Im Dorf Wacken, genauso wie auf dem Festivalgelände. Es wird also gerockt in Wacken, auch wenn viel weniger Menschen da sind als sonst. Lisa Knittel auf dem Festivalgelände. Wie ist denn die Stimmung bei denen, die es aufs Gelände geschafft haben? Ist da jetzt Party oder Matschalarm? Ich weiß nicht, ob du das gut hinter mir sehen kannst. Die sind alle am Feiern und ich finde, auch 50.000 Menschen sieht ganz schön viel aus. Und wenn man sich den Holy Ground, dieses Infield-Gelände hinter mir anschaut, dann ist das Ganze innerhalb weniger Sekunden eine richtige Schlammwüste gewesen. Da ist kein Grashalm mehr zu sehen. Schon nach dem Run ins Infield war das alles braun und die Fans feiern. Die sind natürlich total glücklich, dass sie es geschafft haben. Und dass es dann auch endlich losging, die haben ja zum Teil 6 Stunden auf die Eröffnung des Infields gewartet. Ja, nicht so glücklich sind ja 35.000, die wieder nach Hause geschickt wurden, die nicht mehr kommen durften. Und die, die da sind, werden die dann bis zum Ende feiern können? Ziehen die Veranstalter das trotz des Wetters und der Prognosen durch? Ja, so sieht es zumindest aus und so hat es uns auch der Veranstalter gegenüber bestätigt. Man zieht alles durch und auch jemand wie Iron Maiden würde sogar für 1.000 Leute kommen, hat uns Thomas Jensen gesagt. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich irgendwie ein skurriles Wacken. Das hat es so in der Geschichte noch nicht gegeben, dass alle zusammenrücken müssen, dass nur 25% der Campingflächen überhaupt für alle zur Verfügung stehen. Und bleibt dann natürlich auch total spannend, wie die Rückreise am Sonntag vonstatten gehen kann. Daran denkt aber im Moment noch niemand. Hier ist jetzt Party, Wacken ist offiziell gestartet und ihr hört sicherlich auch das Musikprogramm. Hier geht's richtig ab. Danke, Lisa Knittel nach Wacken. Und das Gespräch mussten wir vor 1,5 Stunden aufzeichnen. Ja, und während die einen noch gar nicht an die Rückreise denken, waren zehntausende Fans heute nun gezwungen, umzudrehen. Für sie findet Wacken maximal noch im Livestream statt, obwohl sie sich extra freigenommen, vielleicht ein Zelt gekauft und einen Camper gemietet haben. Unter viel Verständnis hat sich deshalb heute auch viel Frust gemischt. WUA Wacken Open Air. Aber für sie ist heute schon Schluss. Leider. Gerade aus Dortmund angereist und doch geht's für die beiden direkt wieder nach Hause. Dieses Jahr ist es halt mies gelaufen, shit happens. Trotzdem positiv bleiben. Alle packen zusammen hier auf dem Parkplatz vom Hamburger Volksparkstadion. Der Veranstalter hatte sie gebeten, unter anderem hier zu warten, bis klar ist, wie es weitergeht. Stimmung war jetzt 2 Tage geil, trotz allem, aber ja, jetzt ist man schon ein bisschen geknickt.
Für sie hier draußen ist es vorbei, bevor es angefangen hat, egal wie weit sie gereist sind. My name is Claudio, I'm from Italy. We are from Mexico City. I'm from Brazil. It's a long, long trip. Tausende waren dem Rat des Veranstalters gefolgt und nicht bis Wacken gereist. Ihre Geduld zahlte sich dennoch nicht aus. Statt Einlass gibt's nun Geld zurück. Ja, die Tickets werden refundiert, das ist ganz klar. Der technische Ablauf, da sind ist unser Team jetzt dran. Die arbeiten natürlich auf Hochdruck, aber im Moment haben wir gerade noch ein paar andere Themen. Aber da sind wir dran. Viele Wacken-Fans sind sauer. In den Social-Media-Kanälen lassen sie ihrer Wut freien Lauf. Alle, die sich nicht an die Anweisungen halten, werden jetzt noch belohnt. Toll, wie ihr mit treuen Fans umgeht. Herzlichen Glückwunsch an alle, die entgegen aller Vorschriften schon Sonntag gefahren sind und die sich nicht an den Anreisestopp gehalten haben. Das ist das Allerletzte. Andere wollen noch nicht nach Hause, lieber Norddeutschland erkunden. So wird die Elbfähre bei Glückstadt zum Wacken-Shuttle. Spätestens hier beruhigen sich die Gemüter. Ich glaube ja wirklich, dass sie mir am meisten geholfen ist, wenn jetzt wirklich die noch nicht da sind, wieder nach Hause fahren. Und alle, die da sind, ich wünsche ihnen eine schöne Zeit. Ne? Und im nächsten Jahr dann ein neuer Versuch, wieder dabei zu sein. Auf dem Festivalgelände statt auf der Fähre.